Und so, ich nehme dann die M4 wieder. Also scheiß drauf, ne? Einfach wieder alles mit rein. Ja, klar. Ich sage immer so, immer bestes Gear mitnehmen. Später kann man sich's eh kaufen. Und ja, man will ja jetzt erstmal vorankommen. Und mit dem besten Gear hat man immer die besten Chancen, den ganzen Spaß auch zu überleben. Ne? Ich weiß nicht, ärgerst du dich, wenn du krasses Equipment verlierst? Wie ist das so? Bist du dann so, ja gut, ich habe jetzt eh die Kohle, ich kaufe mir jetzt alles neu? Oder wie ist das so bei dir? Nee, mittlerweile stört's mich eigentlich nur noch, wenn ich die Fights verliere. Also, dass ich den Kampf an sich verloren habe. Ne? Also, wenn ich halt irgendwo hinterrücks erschossen werde, dann denke ich mir, ja gut, man hat Pech gehabt jetzt. Aber wenn es halt eine geile Schießerei ist und ich stirb da mal am Ende, dann denke ich mir mal so, ah, Mist, wo hast du dir jetzt falsch gespielt oder sowas? Ums Gear selber geht's mir eigentlich nicht mehr, ne? Mhm. Weil man kann alles neu kaufen. Geld spielt keine Rolle irgendwann mal mehr und ja. Aber ich glaube, so ein kleiner Hanseatenkalle in mir würde jetzt sagen, gut, ich habe jetzt hier eine krasse M4, ich packe die erstmal in die Truhe. So, weißt du, aber ich glaube, also ich habe jetzt eben auch, als ich die dann ein paar Mal geschossen habe, gemerkt, das ist halt ein ganz anderes Gefühl, als mit so einer ranzigen SKS zu schießen. Ja, definitiv. Ja, so, das ist halt die Sache. So, du musst aber auch immer überlegen, was bringt dir die M4, wenn sie die in deiner Stash liegt, ne? Man sagt sich immer so, ja, irgendwann hole ich die raus oder so, aber wird man nie. Die holt man nicht raus. Wir spawnen genau wieder hier. Ja. Den anderen 9 hast du. Das heißt, ach scheiße, wir hätten den auf der Baustelle mal machen können. Da sind wir vorbeigelaufen. Egal. Wir gehen links rum zur Old Gas Station, direkt zur alten Tankstelle. Ja, eben wollten wir überleben. Ja, eben. Ja, aber wir sind direkt dran vorbeigelaufen. Also wir waren 2 Meter davon entfernt. Ah, jetzt zweimal F drücken. Wäre die Sache erledigt gewesen. Ist ein Learning. Ja. Yep, ist der gut, durch. Oder? Ja, ich weiß nicht, er wollte nicht durch. Du benutzt auch recht viel die Taschenlampe, ne? Ja, die macht nämlich, wenn du aus der Hüfte schießt, das Hipfire genauer. Ah, okay. Und dann streut die Waffe nicht so. Und es blendet natürlich Gegner. Da hinten steht, am LKW steht ein Scav, glaube ich, oder? Ja. Können wir hier links rein. Und natürlich, weil alles da dunkel ist. Sind Taschenlampe sehr brauchbar. Gut. Taschenlampe sind also ungefähr 75% Streubonus und Laser sind halt 100%. Und wenn du Taschenlampe und Laser gleichzeitig anhast, dann nimmt er halt den Laser. Ist der wehgetan? Ja, von dem Stacheldraht noch. Achso. Ist das noch? Bin ich ja lang. Ich will mitteilen, dass ich da einfach dran vorbeigehen konnte. Du hast keinen Schaden bekommen, oder was? Also, wenn du Tipps brauchst, wie man an Zäunen vorbeikommt, sagst du einfach Bescheid. Okay, mach ich. Ist tot, minus Spieler. Ein Spieler? Ja. Der war das sogar der, den ich gerade gesehen habe. Hattest du einen gesehen? Ich hatte einen gesehen, aber ich war mir nicht sicher, ob es ein Scav war oder ein Spieler oder. Ja, lieber. Achso, ja, nee, den du vorhin gesehen hast, das war ein Scav, der war da draußen. Also. Ja, schau mal hier, du kannst hier. Schau mal hier, das ist ein. Ah, hier ist ein Stash, ne? Das ist ein Versteck, genau. So, dann gehen wir weiter. Diese Dogtags, tauschst du die ein oder behältst du die als Trophäe? Über Level 17, also über Level 17 behalte ich, um sie dann zu tauschen. Gegen Eyecases, alle anderen verkaufe ich. Okay. Wir können jetzt mal zur Sicherheit hier Strom anmachen. Kennst du das mit dem Strom? Ich weiß, dass es das gibt, aber ich habe es noch nie gemacht. Okay. Gehen wir mal hier rein. Warte mal, drück mal, noch nicht. Drück mal zweimal O. Jetzt siehst du rechts oben die Exits. Mhm. Und ZB013 leuchtet jetzt gerade nicht, der ist jetzt gerade weiß. Ja. Und wenn du jetzt den Strom anmachst und dann nochmal zweimal O drückst, siehst du, dass er jetzt grün ist. Das heißt, wir könnten jetzt rein theoretisch bei ZB013 raus. Das sieht aber jeder andere auf der Map kann ebenfalls jetzt zweimal O drücken und sieht, dass der Strom an ist. Und weiß jetzt auch, dass ich hier bin. Sozusagen. Genau, genau. Okay. Ja. So, dann können wir hier einmal runter. Also hier hinten zum Beispiel kann teures Zeug spawnen hier in der Ecke. Ansonsten ist hier halt eine Kiste und eine Duffelbag. Oh, da kommt ein Airdrop. Hier vorne. Die Flugzeuge hören sich hier sehr interessant an. Ja, vor allem wenn sie dann anfangen zu laggen, so. Naja. Hier kann auch ein Salever liegen, liegt jetzt hier keins, aber da kannst du mal noch da in der Kiste schauen, ob eins drin ist. Hier eine, das ist noch eine Medic-Tasche. Ah. Kann man mit den Taschenlampen Leute eigentlich auch blenden? Oh ja. Danke für, danke für die Demonstration. Ja, ich glaube, so lampern es mir so. Ja, es gibt sehr viele Leute, die sich auf Reddit oder Twitter oder so aufregen. Wie stark die Taschenlampen. Hä? Werden wir beschossen? Wurdest du gerade beschossen? Nee, eigentlich nicht.
Okay, wenn du das sagst. Also, ich dir das? Zumindest habe ich nichts gefühlt. Ja, gefühlt nicht, aber. Springen wir da runter und da geradeaus das orange Ding, das ist dann nächstes. Ich muss gerade Ausdauer regenerieren, weil ich anscheinend überladen bin. Ja. Was geht bei dir? Achso, nee, alles gut, das ist weit weg. Das ist weit weg? Ja, das ist an der Tankstelle, wo wir gerade vorhin waren. Wo der Boss war. Und du bist hier mit auf dem Gelände, ne? Ich bin bei dir, rechts neben dir direkt. Na ja. Habt ihr nicht gekriegt? Ja, ist problematisch. Nennen wir es so. Gut, muss ich jetzt hier bleiben? Oder kann nee, muss nicht. Ich kann es einfach aber direkt weiterlaufen. Gut. Also andere Spieler könnten den jetzt abmachen, aber ich weiß nicht, wie lange es dauert, 30 Sekunden, 15 Sekunden oder so. 30 insgesamt, aber... In der Zeit kommt da keiner und nimmt den wieder weg. Du darfst ja nur nicht sterben in der Zeit jetzt, aber... Dass 30 Sekunden nicht sterben, ist machbar. Auch in Tarn. Ich würde auch irgendwo ein Stash, ne? Genau, also du hast einmal hier die Sanitätstasche. Also sie ist aber schon gelootet, weil sie offen ist. Und dann hast du hier hinten in der Ecke den Hidden Stash, der ist aber auch schon gelootet. Aber hier kannst du spawnen. Also genau hier, wo ich jetzt stehe, spawnst du. Und dahinter das Ding looten da und dann. Links in die. Achtung, stopp. Oh Leute. Er ist hier hinter der Wand direkt. Habe ich gar nicht mitbekommen. Achtung, er kommt rechts rum. Haben wir tot, schön. Ne? Ist tot, ja. Aber ein bisschen was abgekommen. Ich muss mich jetzt mal schnell heilen. Ja, ich versuche dich zu covern. Ich schau mal schon, wer von uns beiden gekommen hat. Das ist deiner, ja. Echt? Ja. Geil. Hinlegen, genau. Wann sieht man das denn? Doppelklick aufs Doc-Tag. Dann steht da rechts unten dran der Killer. Killer, Doppelpunkt, Zeitpunkt des Todes, wie er gestorben ist. Von Goschinski. Ja, genau. Ein Daypack hat er. Ja, der ist aber kleiner als deiner. Aber kannst du in deinen Rucksack reinpacken, rein theoretisch. Level 9, was ein Noob, ne? Ist so, ja. Learn to play, Alter. Bist du eigentlich so jemand, der so manchmal so ein bisschen arschlochmäßig unterwegs ist? Oder bist du... Bist du friendly, sag ich jetzt mal. Inwiefern meinst du? Also, wenn irgendein Bambi oder so daherkommt, also ein Anfänger, und der sagt, er will nur eine Quest machen oder so, dann lass ich die meistens leben, aber wenn halt einer mit Trash Talk anfängt oder so, dann steige ich da auch sofort mit ein, so ist nicht. Das Ding ist halt, ich bin selber Brillenträger und ich denke die ganze Zeit auf meiner Brille. Ja, auf deine Brille ist Schmutz, ja. Ja. Aber ist es einfach das Visier hier im Spiel? Ja, da musst du dich unbedingt dran gewöhnen, weil die sind halt einfach richtig viel Gold wert. Mhm. Sie halten, die gute Munition halten sie jetzt auch nicht aus. Aber du musst ja überlegen, du bist ja nicht gegen jemanden sterben, der nicht so viel Geld ausgegeben hat. Und wenn dir da jemand mit einer PS-Munition aus einer SKS zum Beispiel draufschießt, dann überlebst du das. Ich hab Angst, dass da oben an dem Turm einer steht. Hier das Ding muss man, also der ist ja hier Interaktions-LKW des Todes. Da hatte man ja schon zweimal, ja. Quests. Ja, genau, da musst du die Taschenuhr rausholen. Du brauchst noch unser Lever, oder? Ich hab's durch den Dude bekommen. Aber ich weiß, dass in dem. Das weiß ich sogar, dass da eine medizinische Tasche ist. Ah, das schon, ja. Das weiß ich. Du kriegst ja wirklich alles, was ich dir auf Customs zeigen will, ja. Ja, ich weiß nicht. Ich denke halt, das ist erstmal smart. Das ist, weil als ich früher mit Counter-Strike angefangen habe, habe ich halt nur das 2 gespielt. Ja, genau. Bestimmt monatelang. Und. Nee, ja. Erstmal eine Map kennen ist immer super. Allein schon, wenn du dann auf anderen Map tiltest oder sowas, kannst du dann gemütlich wieder zurück auf die anderen und sagen, ah, da spiele ich da mal noch. Paar Runden oder so. Kalle ist Custom Main? Ja, perfekt. Naja, Main jetzt nicht, aber ich kenne mich hier auf jeden Fall besser aus als auf anderen Maps. Geil. Dann damit. Und dann gehen wir zum Anhängerstellplatz zurück wahrscheinlich, ne? Was, zum Anhängerstellplatz? Na hier, da wo du gerade hingehst. Achso, ja, hier einfach. Ist ja hier im Wald. Ich spiele das Spiel auf Deutsch. Ah, okay. Ach, stimmt, Trailerpark. Ach, das heißt eigentlich Trailerpark. Ich denke die ganze Zeit, das ist ein scheiß Campingplatz, Alter. Kein Witz, ey.
Ich dachte wirklich, das ist ein Campingplatz. War auch noch hier noch schön einen hier weggezimmert, ne? Ja. Das war cool, ich glaube. Das war ein sehr erfolgreicher Tag mit dir. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Den habe ich, ja, der Eri-Doktor, den kennen wir. So. Ja, cool. Ey, Maya, das war mega nice. Ja, gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir machen das bald wieder. Ja, gerne. Ich hätte auf jeden Fall Lust. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, das war aber echt erfolgreich. Mega geil, dass er nicht gestorben ist, Mann. Das war tatsächlich... Das lag mir im Herzen. Ist immer schade, wenn einer stirbt. Und so, wenn es dann so butterweich da durchgeht, Alter. Beste. Einfach butterweich.